Servus, heute ist Mittwoch. Mein Name ist Konstantin und das Thema der Woche ist Zukunftspläne. Ja. Ich persönlich bin ein Mensch. Ich mache keine Pläne. Es kommt immer irgendwie anders, als man sich's gedacht oder erhofft oder was auch immer hat und ja, da lohnt sich das Planen eigentlich gar nicht, weil man kann noch so viel planen. Es gibt immer zigtausend Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, wo man nichts machen kann und die aber auch einem entweder alles kaputt machen können oder alles zum Positiven wenden können und das weißt du vorher nicht. Und von dem her ist ja Plan schön und gut. Wen es beruhigt, der soll planen. Mich persönlich, also mir persönlich hilft es nicht. Ich lasse eher irgendwie alles auf mich zukommen. Ich weiß nicht mal, was ich nächste Woche mache, ehrlich gesagt, so, geschweige denn in einem halben Jahr oder in 5 Jahren oder in was weiß ich denn. Ah, weiß ich nicht. Ich mache einfach keine Zukunftspläne. Es kommt, wie es kommt. Ja. Ich halte auch nur recht wenig von so hohlen Phrasen wie, weiß ich nicht, oh, ich hoffe das Beste für meine Zukunft oder ich erhoffe mir dies und das für meinen Job oder bla bla bla. Das ist auch so für den Arsch irgendwie und natürlich hofft sich doch jeder das Beste für sich. Wäre man ja auch schön blöd, das nicht zu tun, aber sich das dann wie so ein Mantra zu sagen, ist irgendwie, ist nicht meins. Ja, keine Ahnung. Ich erhoffe mir auch, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich immer irgendwie was erhoffe. Es ist mehr so, ja, auf dies und das habe ich Lust, das versuche ich irgendwie zu verwirklichen oder auch nicht. Oder mal schauen, ob ich da in 3 Monaten immer noch Lust drauf habe. Und so gestalte ich dann doch eher meine Zukunft. Ich mache, versuche irgendwie das zu machen, wonach mir ist, was ich für den Moment für die richtige Entscheidung halte. Weil mehr bleibt mir nicht. Ich kann nur das tun, was sich für den Moment richtig anfühlt. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich kann nur aus gemachten Fehlern lernen und dementsprechend versuchen, es irgendwie in die Hand zu nehmen, alles. Ja. Ich finde auch, letztlich ist man heutzutage auch aus diesem Lebensentwurf rausgewachsen. So, ja, ich mache die Schule und dann mache ich Ausbildung oder Studium und dann habe ich meinen Job und dann mache ich den bis an mein Lebensende. Ich finde, das ist ein wahnsinnig überholter Lebensentwurf. Ich finde auch, dass er relativ, ich weiß nicht, ob er wirklich noch so realitätsnah ist, weil teilweise mit all den befristeten Arbeitsverträgen und weiß ich nicht was, gibt es gar nicht mehr diese Sicherheit, die vielleicht die Eltern noch hatten oder die Großeltern oder whatever. Von dem her, ja, in die Richtung irgendwie was planen, ist doch irgendwie ein bisschen naiv auch irgendwie, in meiner Sicht also und von dem her, ich stelle mich einfach darauf ein, dass ich flexibel sein muss und dass ich so make the most of now ist ja irgendwo auch wahr. Und einfach mal schauen, was jeder Tag so mit sich bringt. Super Plan für die Zukunft. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch wirklich nicht mehr dazu zu sagen. Es ist nicht so. Ist nicht so mein Thema. Es ist was, was, wo ich auch gedanklich nicht so viel drauf verwende, ehrlich gesagt. Aus eben genannten Gründen. Ja. Man muss seine Chancen erkennen und sie nutzen und das kann man nicht planen. So einfach ist das. Naja, wie dem auch sei. Viel Spaß bei euren Plänen. Bis nächste Woche Mittwoch. Ciao.